Ich habe mich entschieden, wieder Fotos zu machen und habe deshalb mein Kamerahandbuch oder ein Kamerahandbuch, ich habe noch ein zweites, hervorgeholt und mich entschlossen, das einmal durchzuarbeiten. Das Kamerahandbuch zu der Kamera hier von Canon, das ist ein etwas älteres Modell, sie funktioniert aber noch. Sowas muss man auch oft in die Hand nehmen. Und wenn es kaputt geht, ist es eine Spiegelreflexkamera mit einem mechanischen Teil, dann gibt man es im Fotogeschäft ab. Die ist ziemlich weit entfernt vom kaputt gehen. Muss ich öfter benutzen. So, ich habe als letztes bei schlechtem Licht oder schlechter Beleuchtung über die Unterseite gesprochen. Die kann ich nochmal in die Kamera halten. Gibt es auch eine Seriennummer. Wesentlich ist das das Batteriefach. Die Seriennummer und hier ein Viertel Zoll Gewinde. Batterie habe ich hoffentlich wieder reingetan. Es geht auch gut auf. Hier ist die Batterie drin. Rechte Seite ist im Wesentlichen die Speicherkarte. Die sieht so aus, es gibt nur einen Kartenslot. In professionellen Kameras sind schon mal zwei Kartenslots dabei. Das ist ein günstigeres Modell. Man merkt es auch den Objektiven an. Die funktionieren aber gut. Es sind auch gute Objektive. Es ist halt nur Plastik. Der Vorteil ist, es ist ziemlich leicht. Und ich habe sowas mit in den Urlaub genommen und finde die Kamera schon allein wegen des Gewichtes sehr gut. Sie macht auch sehr schöne Fotos, finde ich. Der Kauf hat sich gelohnt. Die rechte Seite, auf der rechten Seite von hinten betrachtet, befindet sich lediglich das Fach für die SD Secure Digital Speicherkarte. Die Verschlussklappe lässt sich nach vorne ziehen und durch einen Druck auf die Speicherkarte selbst springt diese heraus. So, ich mache es einmal vor, dann kann ich das auch zack, zack draufdrücken und dann kommt die Speicherkarte raus. Ja. Dann gibt es hier noch eine Abbildung dazu. Die Speicherkarte wird so eingelegt, dass Sie die beschriftete Seite sehen können und der meistens auf der Karte gedruckte Pfeil in Richtung Kamera Inneres zeigt. So, ich gucke es mir nochmal an. Da ist kein Pfeil mehr drauf. Naja, macht nichts. Fehlt der Pfeil. So. Weiter geht's dann mit der linken Seite. Tschüss. Thank you.